Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die BTS Worldbox von BTS. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. BTS World von BTS, das Ganze am 28. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich das Ganze zweimal, also zwei Boxen. Bedeutet, eine werde ich hier öffnen und euch vorstellen und die zweite könnt ihr gewinnen. Jawohl, es gibt mal wieder ein Gewinnspiel. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch am Ende des Videos. Da erkläre ich euch, was dafür getan werden muss, um so eine wunderschöne Box zu gewinnen. Gut, aber zuerst starten wir natürlich mit dem Unboxing. Wir werden die Box mal aus der Folie holen und dann im Detail ansehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarze Box in so einer matten Optik. Hier lesen wir dann BTS World und Original Soundtrack. Das Ganze ist hier so in Hochglanz und etwas eingeprägt. Also man kann es hier auch wirklich spüren. Original Soundtrack deswegen, da dieses Album der Soundtrack zu ihrem eigenen Spiel ist. Also diese Band, diese Boygroup BTS hat ein eigenes Spiel, ein Handyspiel in diesem Fall. Und zu diesem Handyspiel gibt es eben den Soundtrack. Jawohl. Auf der Seite, auf der Unterseite haben wir hier so einen Bogen, der in der Mitte durchgeht, der so Regenbogenfarben schillernd wiedergibt, je nachdem, wie man das Licht darauf fallen lässt. Also, das habe ich überhaupt nie gesehen. Sieht echt edel aus. Hier oben dann wieder BTS World Original Soundtrack zu lesen. Unten das Ganze blank. Und auf der Unterseite ebenfalls alles hier in blanker Optik. Und hier unten haben wir dann noch die Credits, einen Barcode und einen Aufkleber. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Okay, also wir haben hier gleich mal auf der Innenseite des Boxdeckels die Album-CD, dürfte das wohl sein. Dann haben wir hier ein Buch, BTS Story lesen wir hier. Was haben wir hier noch? Das dürfte ein Poster sein. Dann haben wir eine Karte, noch eine Karte, noch eine Karte und dann hier ein Konzertticket mehr oder weniger. So, dann holen wir hier noch die CD raus und packen die Box derweil zur Seite. Also so wie ihr sehen könnt, ist die CD hier an diesem kleinen schwarzen Halter hier festgemacht worden. Man hat hier kein Albumcover oder keine Hülle, das Ganze ist hier wirklich direkt in die Box eingearbeitet. Und was man auch sagen kann, rein von der Verpackung her ist dieses ganze Ding hier, also diese Box, sehr umweltfreundlich. Wir haben hier keine Folie oder zusätzliches Verpackungsmaterial. Also, wir starten mal mit dem Album an sich. So sieht das aus, die CD BTS World lesen wir hier oben. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Planet von der Optik her. Also, ganz schlicht gehaltene CD. Dann haben wir ein Fotobuch oder generell ein Büchlein, das nennt sich BTS Story. Ich gehe mal davon aus, dass uns hier die Tracklist oder generell die Infos zu dieser Box am ehesten erklärt werden. Wir schauen mal hinein. Was lesen wir hier? The Journey to the World. The Adventure Made Possible by You. Okay. So. Also hier haben wir dann die Band, also eine südkoreanische Boyband. Die sind optisch etwas, ja, ich sag mal, anders unterwegs als die Leute, die wir hier so in Österreich und Deutschland verfolgen. Rein so von den Frisuren und auch so von der Optik, vom Look her, von der Kleidung. Wenn ich es hinbekomme, diese sieben Männer haben folgende Namen. Jin, G-Man, V, Sugar, Rap Monster, J-Hope und Django. Ich hoffe, ich habe die jetzt alle richtig ausgesprochen. Dann haben wir hier jede Menge Eindrücke der einzelnen Künstler. Also hier kann man die auf diversen Fotos ansehen. Dann haben wir noch ein paar Zeilen. Und das zieht sich jetzt hier von der Optik so durch. Also jede Menge Fotos. Hin und wieder ein paar Textzeilen, die das Ganze hier unterlegen. Okay.
Also, unendlich viele Fotos, ihr seht das selbst. Genau, und hierauf habe ich eigentlich gewartet. Das sieht mir aus nach einer Tracklist. Also, wir haben hier 11 Tracks an der Zahl. Hier dann auch noch die Laufzeit mit angeführt, also wie lange das jeweilige Lied geht. 11 Stück sind es, wie gesagt. Und das ist eben der Soundtrack zu diesem Handyspiel. So, was haben wir hier? Hier haben wir dann die Credits zu dem einzelnen Track, in diesem Fall Heartbeat. Und dann auf der rechten Seite auch noch die Lyrics. Also, wenn ich es richtig deute, dann sind die Lyrics hier bilingual aufgeführt. Also einmal in Koreanisch und einmal hier auf Englisch. Ich hoffe, man kann das ja halbwegs erkennen. Also, die Band ja wie gesagt aus Südkorea, aber auf der ganzen Welt sehr erfolgreich. Hier haben wir dann das nächste Lied und es dürfte sich jetzt von der Optik so durchziehen. Also 11 Lieder hier mit den gesamten Credits plus natürlich den Texten hier angeführt. Oh, hier lässt sich sogar was rausklappen. Hier haben wir dann so eine Vierfachseite Recorded in the Universe. Okay. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Blättern weiter. Also es dürfte jetzt genau irgendwie die Mitte dieses Buchs gewesen sein. Genau, denn auf dieser Hälfte geht es dann jetzt hier auf dem Kopf weiter. Okay. Also wieder ohne Ende Fotos und Porträts. Ja, also so wie wir sehen können, gibt es hier einmal die BTS-Story und dann die Another Story. Bedeutet, bis zur Mitte geht dieses Buch in beide Richtungen. Einmal eben von dieser Seite und einmal von der anderen. Schön gemacht. Dann haben wir ein Poster mit dabei, auf dem wir wohl die Bandmitglieder alle drauf haben werden. Okay, also hier haben wir die 7 wieder abgebildet. Hier unten stehen dann auch nochmal die Namen, die ich euch vorhin schon genannt habe, genau. BTS World lesen wir hier wieder. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt weiß, also einseitig bedruckt und im Hochformat das Ganze. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Kärtchen. Also 2 Kärtchen sind hier so Fotokärtchen, BTS World. Lesen wir auch hier wieder. So sieht das von hinten aus. Also hier haben wir dann irgendwelche Infos und einen Code. Also falls man den in dem Spiel eingeben kann, ja, also hier steht auch eine Adresse, Netmarbel, das ist der Entwickler dieses Spiels. Dann könnt ihr diesen Coupon, wenn ihr dieses Spiel spielt, natürlich gerne einlösen. Den schenke ich euch. Dann haben wir hier noch ein drittes Kärtchen. Und zwar lesen wir hier BTS World, Participate in the Survey, Earn Cash and My NX Emblem. Okay, also dürfte es wohl eine Umfrage geben. Hier ist ein QR-Code zum Scannen. Ich hoffe, der ist scharf genug. Könnt ihr gerne von zu Hause aus einscannen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch noch das hier. BTS Live Concert 2019 lesen wir hier. Und es sieht so aus wie so ein Konzertticket. Also hier haben wir dann rechts auch wieder einen Barcode. Und hier ist sogar beschrieben, was steht hier? Date Today, Section Purple, Row W07 und Seat 09. Also wirklich hier eine festgelegte Sitzkarte. Und auf dieser Karte haben wir dann nochmal die 7 Herrschaften hier abgebildet. Es ist so eine Wackelkarte. Jawohl. Und das passt auch ganz gut zu diesem Spiel, denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist man in diesem Spiel, das die Band gemeinsam mit Netmarble produziert, entwickelt hat, ist man in diesem Spiel mehr oder weniger der Manager und schlüpft dann in die Rolle jedes einzelnen Bandmitglieds und muss irgendwie dafür sorgen, dass dieses Konzert oder diese generelle Karriere zustande kommt. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es um ein Konzert und da muss man dann irgendwie die Leute hinführen. Ja, so viel dazu. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal diese Konzertkarte hier mit diesem Wackelbild, kann man eventuell auch als Lesezeichen verwenden. Dann haben wir diese 3 Kärtchen hier, 2 hier mit Fotos und einmal hier die mit dem QR-Code, um das im Spiel anzuwenden. Dann haben wir dieses Buch hier mit jede Menge Fotos, Lyrics und Texten, alles drin. Dieses Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, sowie natürlich das Album an sich, BTS World, der Soundtrack zum Spiel mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl. Das alles
in dieser wunderbaren Box BTS World von BTS. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr BTS unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt zum Abschluss geht es wie versprochen noch ganz kurz zum Gewinnspiel. Wie gesagt, die Box, die bleibt jetzt verschweißt bei mir. Und die werde ich dann dem oder der glücklichen Gewinnerin zuschicken. Das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Heute haben wir den 2. September. Bedeutet, das Gewinnspiel endet dann am 16. September, also in 14 Tagen. Und Teilnahmemöglichkeit ist ganz einfach. Ihr schreibt unter dieses Video einfach ein beliebiges Kommentar, was ihr wollt. Also warum ihr diese Box gewinnen wollt oder wer euer Lieblingsbandmitglied ist oder eure Lieblingszeile, euer Lieblingslied, was auch immer euch einfällt, einfach unter dieses Video schreiben und dann werde ich nach dem 16., also dann am 17., den Glücklichen, die glückliche Gewinnerin ziehen, benachrichtigen und dann bekommt ihr diese Box zugeschickt. Ja, falls es auch jetzt irgendwie zu hektisch oder zu schnell war, ich schreibe euch die Teilnahmebedingungen auch gerne nochmal in die Videoinfo, in die Beschreibung. Dort könnt ihr das dann nochmal im Detail nachlesen. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.